Infinix Note 7 oder Tecno Camon 15, viele von euch schwanken zwischen den beiden Handys. Ein interessanter Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Design. Beim Punkt Design ist das Camon 15 mit 48 zu 45 Punkten knapp vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 3 Gramm leichter, 0,1 mm dünner, 9,4 mm kürzer, 2,7 mm schmaler und 9,7% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Infinix Note 7 mit 53 zu 42 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 2,5% höhere Auflösung, 6,1% größere Bildschirmgröße und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Das Camon 15 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 3,9% höhere Pixeldichte. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Camon 15 deutlich mit 80 zu 74 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 15,5% schnellerer Prozessortakt und hat NX-Bit. Das Infinix Note 7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 200 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 2 GB größerer Speicher und 140 MHz schnellere GPU mit Turbo Speed. Kameras. Im Bereich Kameras ist das Infinix Note 7 mit 61 zu 53 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Audio. In der Kategorie Audio ist das Infinix Note 7 mit 83 zu 50 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein Mikrofon mehr. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Infinix Note 7 eindeutig mit 65 zu 50 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. Unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Infinix Note 7 mit 76 zu 69 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Hat Wi-Fi 5 Verbindung, hat ein Gyroskop und hat einen Kompass. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Infinix Note 7 das Tecno Camon 15 mit 53 zu 47 Punkten deutlich. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.